alle, meine Damen und Herren, im Namen von Pforzheim mitgestalten, begrüßen zu dürfen. Es ist heute für uns alle ein besonderer Tag. Der Wettergott macht auch mit. Das zeigt, es war eine gute Leistung und ich darf deshalb besonders herzlich begrüßen Herrn Bürgermeister Hermann Kling, die designierte Frau Oberbürgermeisterin Christel Augenstein, liebe Pforzheimer, liebe Gäste unserer schönen Stadt, es ist mir eine große Freude, an diesem herrlichen Maimorgen den Pavillon Bootspik für Sie zu eröffnen. Wir verleihen damit dem Leben der Innenstadt einen weiteren Impuls und wir bereichern das Erscheinungsbild unserer Stadt um einen kleinen, aber feinen Akzent. Unser Stadtbild, vor 55 Jahren zerstört und zur Unkenntlichkeit verwüstet, mit bewundernswerter Energieleistung wieder aufgebaut, oft gescholten, selten gelobt. Dieses Stadtbild ist so schlecht gar nicht. Vor allem, es bietet durch seine Flüsse und seine topografische Lage viele Möglichkeiten, viel mehr als andere an Größe vergleichbare Städte. Aber wir müssen etwas dafür tun, wir müssen dazu beitragen. Vor 4 Jahren fanden sich 37 Bürger zusammen zur Gründung des Vereins Pforzheim mitgestalten. Wir wollten etwas für unsere Stadt tun. Heute sind wir über 150 Mitglieder und wir hoffen und wir uns sehr freuen, wenn immer mehr engagierte Bürger sich uns anschließen, uns durch Beitritt moralisch und finanziell zu unterstützen und geistiges Potenzial einzubringen. Bitte besuchen Sie später unseren Informationsstand beim Bootshafen. Wir beobachten, wir üben Kritik, wir geben Ideen. Vor allem, wir wollen Freude in die Stadt bringen. Einen schönen guten Morgen. Ich glaube, der Tag ist zu schön und der Anlass zu freudig, als dass Sie jetzt die Geduld hätten zu einer langen Rede, zu der ich ansetzte. Ich möchte aufgreifen, was mein Vorredner gesagt hat. Wir stehen an einem schönen Platz, ein Platz, der durch den Steg Leben gewonnen hat, Zentralität gewonnen hat, einen neu gestaltenden Weg zum Reutlinhaus führt, der deutlich macht, was hier an alter Bausubstanz einerseits verloren gegangen ist, aber teilweise auch bewahrt wurde, zur anderen Seite, was wir in den 70er und 80er Jahren an mehr oder weniger gelungenen Großbauten hingestellt haben, ein Platz sehr typisch für unsere Stadt. Bürgerschaftliches Engagement und private Initiative haben dazu geholfen, dieses Bauwerk, den Bootspik hinter mir, zu schaffen. Und ich möchte ganz herzlich danken, Pforzheim mitgestalten, für die Anregung, für die Hartnäckigkeit zu diesem Projekt. Und ich möchte aber auch namentlich danken Hans Deitscher, der eben das Geld, das die Kommune nicht in jedem Fall hat, in dieses Projekt gesteckt hat. Und ich denke, beides zusammen ist ein Weg, in dieser Stadt zusätzlich schöne Ecken und Plätze, Plätze zum Verweilen, Plätze, um sich wohlzufühlen, zu schaffen. Bürgerschaftliches Engagement, anregen, Sie haben gesagt, die Augen aufmachen, Mitbürger anzusprechen, selbst etwas anregen, vielleicht auch selbst etwas finanzieren, aber auch Risikokapital eines Unternehmertums, was etwas unternimmt, um eben an dieser Stelle, niemand weiß, welchen Erfolg es haben wird, eine Investition ist getätigt, Zinsen müssen gezahlt werden. Ich wünsche Hans Deitscher viel Erfolg. Ich wünsche den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, vor allen Dingen auch der Jugend, an dieser Stelle viel Freude in den nächsten Jahren. Ich hoffe, dass es weitere derartige Projekte an anderen Stellen unserer Stadt gibt. Und uns allen jetzt ein schönes Fest
bei diesem noch schönen Wetter. Und von daher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun wollen wir, Herr Bürgermeister Kling, der Bauherr, der Architekt und ich, den ersten Trunk auf das Wohl des Bootspicks nehmen. Und dann können auch Sie trinken. Zum Wohl, ins Leben der Bootspick. Glückwünsche entgegennehmen darf für etwas Schönes in Pforzheim. Das ist also sehr wichtig. Nun kommen wir zu einem weiteren Höhepunkt heute, und zwar zur Bootstaufe. Wir haben es ja dank unserer Sponsoren geschafft, bisher 5 Tretboote zu bekommen. Aber heute, meine Damen und Herren, können wir das halbe Dutzend voll machen. Und zwar dank der Großzügigkeit von Frau Renate Schütz, die zu ihrem Mann und zu uns gesagt hat, wenn ihr es fertig bringt, dass wir hier einen schönen Bootspick, einen Pavillon bekommen, dann stifte ich euch das halbe Dutzend voll, das heißt das 6. Boot. Das hat uns natürlich angespornt. Das Resultat liegt vor uns allen, und ich darf jetzt dich, liebe Renate Schütz, bitten, dieses Boot zu taufen auf den wunderschönen Namen Goldregen. Dieses Boot auf den schönen Namen Goldregen. Wir danken uns sehr, sehr herzlich natürlich nochmals und wünschen diesem neuen Boot und natürlich allen 6, die jetzt hier liegen, allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ja.